Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, in der zauberhaft schauderhaften Welt von Thiever. Ich muss es einfach durchziehen, ich muss jedes Mal am Anfang und Ende der Aufnahme schön die tiefe Stimme rausholen. Oh, das ist so krank. Wir machen jetzt einfach hier direkt weiter. Und zwar wollen wir weiter zu Erin in die Stadt der Götzen. Irgendwie sowas habe ich gerade eben gelesen. Huch. Die verborgene Stadt Götzenversteck. So rum war das. Weiß jetzt nicht mehr so genau, was wir nochmal hier... So. Huch. Oh, das ging fix. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Erin ist hier, das spüre ich. Sein Heilmittel. Dann werden wir gleich sehen, was tatsächlich dieses Heilmittel bringt. Rotunde, dieses Ding, wow. Also das Ding heißt wirklich nicht umsonst verborgene Stadt. Das ist wirklich eine ganze Stadt, das ist riesig hier. Richtig hohe Decken und so einige Gebäude. Ich frage mich, wie die Stadt hier mit der Stadt oben zusammenhängt. Ob es wirklich nur durch die Kathedrale diesen einen Aufzug gab oder ob es da noch... Oh, hallo? Geh nachsehen. Ah, sieh mal eine an. Einer von euch hat mir geschrieben, jetzt am Anfang von Kapitel 7 bei einer älteren Folge, hat mir geschrieben, oh, stock bloß alles auf, bevor du losgehst, weil du dann von Kapitel 7 auf 8 oder so dann, da wirst du dann nichts mehr einkaufen können. Aber guck mal, hier ist doch noch ein Händler. Das ist doch kein Problem. Ich meine, der hat natürlich jetzt nicht so viel wie einige andere Händler, aber... Ich mache ihn kurz mal zumindest warenmäßig richtig arm und kaufe ihm alles ab, was er so parat hatte, um mich hier aufzufüllen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Oh ja, das weiß ich. Hat sich ein kleiner Händler hier im Eck verkrochen. Der einzige Zugang über hier diese Schächte. Wer nicht so ein schönes Aufschraubgerät hat wie ich, der kann es gleich vergessen. Da ist ein Rabe. Jetzt gerade haben die nicht zu mir geguckt. Okay, also leise da drauf. So, bevor der Rabe wieder aggressiv wird. Ah, sehr schön. Ein altes Goldstück, 17 Goldmünzen wert. Ja, ja, die ganzen Hehler von oben, wenn sich danach die Finger lecken. Oh, guck mal. Gibt's hier noch mehr von denen? Da ist, steht noch einer oben, okay. Ich habe nur noch 4 Wasserpfeile. Hm. Oh, der Gestank hier ist widerlich. Werd mal zuerst noch ein bisschen sparsamer umgehen. Wo kommt das her? Das halt so. Kommt das von unten? Ja, habe keine Fußspuren gesehen. Oder auch, wie heißt das nochmal? Diese Andeutungen von Schallwellen im Fußbereich. So irgendwie. Was auch immer wir sehen können, wenn wir diese super geile Cheater-Sicht aktivieren. Ja, das wird lauter hierhin. Wollen wir überhaupt hierhin? Wir wollen doch nach oben, nicht weiter nach unten. Oh, hier. Oh shit. Irgendwas stimmt nicht.
Ach so, der Rabe. Ein Bruder ist gefallen! Er diente der Dämmerung! Boah! Ich meine. Da liegt jemand auf dem Boden! Ich bin bereit für ihn. Holen! Hä? Du bezahlst für deine Taten! Hey! Oh. Du! Keine Bewegung! Ah. What? Lauf doch nicht! Wow, guckt euch die ganzen Vögel an! Ich dachte, ich würde irgendwie damit zurechtkommen oder irgendwie damit davonkommen, aber irgendwie ist ja wirklich hier alles voll mit den Vögeln. Das ist ja der Wahnsinn. Das war schon oben so und das ist jetzt hier genauso. Die Stadt gehört uns und wir sind erst am Anfang. Absoluter Vogelspam, egal wo man hinguckt. Hier habe ich auch das Gefühl, lohnt es sich wieder ein bisschen mehr. Ach, da einer hat sich schlafen gelegt, stimmt. Ein bisschen mehr die Fackeln auszumachen. Da ist ein Seil. Ärzte, Schwachkopf. Orion. Orion selbst. Er rettet dich nur mit der Macht seines Glaubens. Er brachte mich zu einer Weihwasserschale. Rot und mit dem beißenden Duft des Lebens, Leben, Bruder. Erinnerst du dich? Er strich mir über die Schulter von links nach rechts und peng, ist es wie ein Blitz in mich gefahren. Er tut es also weh? Nein, das meine ich nicht. Das muss man selbst erlebt haben. Es hat gebrannt, ja. Aber es war ein gutes Feuer, das all das Leid und den Schmutz aus mir rausbrannte. Neues Blut für Altes. Ich dachte, ich wäre wieder gesund. Aber es hat mich verändert. Wow, okay. Für einen heißen Kaffee. Ganz schön zwielichtig, was die da erzählen. Oh Mann, hat dieser Orion Dreck am Stecken. Guckt euch das an. Da hinten ein Vogel, hier ein Vogel, unten waren zwei Vogel. Also jetzt komm, das kommt mir so langsam vor wie Battlefield Bad Company 2, wo du wirklich, egal wo du hingelaufen bist, je weiter du im Spiel warst, desto mehr Typen mit Raketenwerfern standen darum. Ich bin so hungrig. So. Schläft dieser Typ wirklich fest? Komm ich da vorbei? Da sind wieder diese miesen... Oh man. Ich werde krank. Das oh. Spüre ich. Was? Da! War das der Ungläubige? Hey! Der Na? Ungläubige! Goddammit! Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ah, okay, jetzt habe ich, glaube ich, den richtigen Weg gefunden. Hier hoch. Über die Seile. Da bin ich vorhin ein bisschen zu weit ums Eck gegangen. Geht aber auch hier rum. Ach, darum wäre es auch gegangen. Guck mal. Da unten leise über die Scherben und dann da hoch über den Balkon. Ah, schau mal. Da oben kann ich auch diese Kisten noch runterschlagen. Mit einem stumpfen Pfeil. So schön viele Wege. Oh. Alle Wege führen nach Rom für einen Dieb. Ziemlich schlecht, wenn man woanders hin will und nicht nach Rom, aber wenn du nach Rom willst, ist das echt nice. Was laberst du, Stone? Bitte nicht zu laut knallen mit den Brettern. Einmal unter mir wegbrechende Bretter reicht vorerst mal. So. Sehr schön. Oh, guck mal. Glänziges. Das nehme ich mit. Ich dachte, hier wäre eine Mohnblume zum Einsammeln. Den Ring habe ich nicht gesehen. So cool. Nehme ich natürlich trotzdem gerne mit. Ist so krass, wie Garrett immer am Stöhnen ist, wenn er irgendwo rüberspringt. Stört niemanden.
die Rotunde. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Garrett, das ist kein Plan. Das ist ein ungefähres Gefühl, nach dem du da handeln willst. Oh man, Orion, Erin, wir wissen auch nicht, wo der Diebesfänger ist. Wo der sich irgendwo wieder rumspielt. Jetzt sind wir wieder vor so einem Tor, dann würde ich sagen, können wir gleich nochmal richtig speichern. Und dann direkt mal uff drehen. In der Hoffnung, dass mich die Flammen hier nicht verraten werden. Ich habe nämlich nicht mehr so viele Wasserpfeile. Huch. Huch. Ah. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Erin, oh. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste! Will uns Erin wieder was sagen? Oh ja, sie hat uns, glaube ich, gerade irgendeine Botschaft zugesendet. Was war das? Der fehlende Urkraftstein, oder? Es fehlt ja noch ein ganz kleiner Splitter, dann hätten wir das komplett. Richtig eine gruselige Nachbildung des Raumes, wo wir. Wow. Auch so ein ähnlich runder Raum mit lauter solchen Anbetern. Ist es vielleicht die Gedankenwelt von Erin, so wie sie die ganzen Leute sieht? So angsteinflößend. Ja, da ist eine Typ mit dem Kranz. Jetzt fehlt noch ein kleiner Bruchteil. Oh je, der ist bei Erin. Das ist eines der Stücke, die er braucht für das Ritual. Oh! Mann, du kannst auch freundlicher auf mich zugehen. Jesus. Garrett! Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht, ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Oh, nee. Der gehört mir. Wusste ich's doch. Der Rattenkönig. Räumt Taschen aus, wie immer. Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauch nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Oh, ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich. Meistens töte ich, weil ich muss. Deinen Tod werde ich genießen. Was haben wir hier? Wie kann ich ihn erledigen, ohne... Wisst ihr was? Wir probieren das gleich mal auf. Ich mache hier nur eine Seite auf. Dann speichere ich kurz. Ich kann gar nicht speichern, oder? Nee.
Ich würde... Dieser Drecksack, so wie der auch mit den Frauen und mit allen umgegangen ist... Weißt du, was du mit dem Baron gemacht hast? Au! Oh, one hit! Okay. Ich muss sagen, seine Armbrust ist ganz schön heftig. Okay, ich hätte ihn gerne, ich würde ihn gerne irgendwie erschlagen, oder? Oder ich verdrücke mich lieber. Ich probiere mich mal bei ihm von hinten anzuschleichen, ob das funktioniert. Ich würde ihm nämlich richtig gerne eine einschenken. Der ist so ein mieser Drecksack, der Kerl. Siehst du mich echt nicht? Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dieb. Ah! Ich wusste, du hast es nicht in die... Ja! Nein! Einfach verschwinden. Das kannst du, was? Oh, shit! Wo ist er denn? Nein! Oh! Gerade beim Wegsliden hat er mir so ein Ding in den Rücken geschossen. Und ich kann nicht zwischendurch speichern, also ich schneide den Kampf einfach raus, ist ja relativ langweilig. Ihr werdet dann sehen, wenn ich es geschafft habe. Egal, wohin du läufst! Versuchen wir es nochmal! Du willst also kämpfen? Gehst mir langsam wirklich auf den Nerv. Ich weiß, was du vorhast. Meister Dieb, sehr gut sogar. Immer noch nicht tot. Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln. Oder? Oh, das hat jetzt länger gedauert als erwartet und der Kampf war auch mies erklärt. Richtig, richtig mies. Oh mein Gott, also da war eigentlich gar nichts erklärt. Mir ist Ewigkeiten um den rumgelaufen, weil ich wollte ihn die ganze Zeit töten. Also ich wollte ihn nicht töten, ich wollte ihn nur ohnmächtig hauen. Und deswegen habe ich ihn immer wieder versucht mit Q jetzt gerade eben in die Enge zu drängen, aber hat jedes Mal meine Schläge abgeblockt. Und ich habe gedacht, dass man ihn vielleicht irgendwie einfach nur oft genug damit treffen muss, weil ich wollte ihm halt keine Pfeile direkt in den Kopf reinjagen oder sonst irgendetwas. Weil wir ja nicht jemand sind, der einfach so ohne weiteres tötet. Aber nein, wie ihr jetzt gesehen habt, ich habe dreimal hintereinander es geschafft. Das war schon schwer genug, mit dem Nahkampf ihn irgendwie zu treffen. Hab's dreimal hintereinander geschafft, aber stattdessen, dass dann irgendetwas passiert, hat er mich einfach nur jedes Mal abgeblockt und er scheint keinen Schaden genommen zu haben. Und jetzt gerade eben habe ich ihm irgendwie 2 Sägezahnpfeile, 3 Explosionspfeile, 5 Feuerpfeile und alles mögliche reingewirkt und er war immer noch nicht erledigt. Und dann ist er irgendwann auf ein Knie gefallen und dann konnte ich an ihn rangehen und einen Finishing-Move machen. Und anstatt ihn irgendwie ihm eine sehr schmerzhafte Lektion zu erteilen, wird er einfach trotzdem gekillt. Also alles ein bisschen gerade dumm einfach nur. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich jetzt hier im Kreis gelaufen bin, um ihm ja nur ohnmächtig zu schlagen und eine Gehirnerschütterung zu beschaffen, anstatt ihn irgendwie tatsächlich K.O. zu hauen, aber okay. Jetzt ist er erledigt. Und das war's auch erstmal mit diesem Diebesfänger. Wie es aussieht, hat ja Garrett ihm die Krallen dort reingehauen,
wo man es nicht mehr rückgängig machen kann. Juch. Ah, das war das Ende vom 7. Kapitel. Ich dachte schon, irgendwie bei der letzten Sequenz wären wir ins 8. Kapitel gewechselt. Puh, das war's. Relativ sogar viel eingesammelt dafür, dass ich da nur schnell durch bin. Du hast keine aggressiven Aktionen gescheut, ja. Okay, machen wir einfach direkt weiter. Dieses Mal werden wir wohl keine Zwischenpause in der Stadt bekommen, weil wir jetzt noch mittendrin sind, direkt Orion auf den Fersen. Waren wir schon vorher, aber jetzt direkter und kürzer hinten dran, als es bisher der Fall war. Sie waren hier, als ich mit dem General zugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nah sein. Letztes Kapitel. Dämmerschein. Und wie ich versprochen habe, am Anfang versprochen habe, vom letzten Kapitel, will ich mir mal die Kapitelrückblicke jetzt durchlesen, bevor es in das große Finale geht, einfach nochmal rekapitulieren, damit ihr wisst, was nochmal so passiert ist. Also, wie hat das alles angefangen hier? Sind ja zum Glück nicht sehr lange Texte. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl der Kralle, Erin Stewarts, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft. Und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Alles hat sich verändert. Und nicht zum Besseren. Ich habe den Ring, den Basso wollte, direkt vom Finger des Diebesfängergenerals selbst gestohlen. Diesem Spürhund des Barons. Aber das bringt mir keine Antworten. Erst erzählt mir Basso, dass ich ein ganzes Jahr nicht in der Stadt war und dann sagt mir die Königin der Bettler, ich hätte geschlafen, seit die Bettler meinen Körper gefunden hätten. Aber warum erinnere ich mich nicht daran? Vielleicht hat mich diese Schwermut befallen, die sich überall verbreitet. Ich habe das alte Buch aus dem Haus der Blüten gestohlen, für einen Mann namens Orion, der sogenannten Stimme des Volkes. Er glaubt, dass er die Stadt retten kann. Angesichts dessen, was ich davon gesehen habe, bin ich nicht sicher, ob sie es wert ist. Trotzdem verehrt das Volk Orion, Basso eingeschlossen. Und seine Anhänger, die Götzen, werden immer mehr. Aber dennoch, zwischen dem Baron, der Schwermut und dem Hungertod gibt es keine Wahl. Dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp. Meine Hand ist der beste Beweis dafür. Jedenfalls war es eine Überraschung, im großen Tresor einen Teil des Urkraftsteins zu finden. Ich hatte seit dem Unfall nicht mehr daran gedacht. Es ist schwierig, zwischen Geistern und Götzen einen klaren Kopf zu bewahren. Was hat Erin in der Vision gesagt? Geh zur Heilanstalt von Moira. Weg von den Irren auf der Straße, hin zu den Irren auf der Insel. Erin ist am Leben. Dennoch fühle ich mich dadurch nicht besser. Sie verbringt mehr Zeit in meinem Kopf als ich selbst. Anscheinend ist sie erfüllt von der Urkraft und hat sie irgendwie verderbt. Der Schaden ist immer noch da, dringt aufgrund von Northcrests Experimenten durch die Mauern von Moira nach außen. Hat er sie deswegen verschleppt? Nur ein Mann hat die Antworten, die ich jetzt brauche. Der Baron. Der Baron sagte, der letzte Teil des Urkraftsteins wäre in meinem Auge. Northcrest ist noch übler als seine Stadt. Bruder gegen Bruder. Offenbar hat Orion Aldous doch einen Plan. Falls er wirklich ein Mittel gegen die Schwermut gefunden hat, muss es etwas mit der Urkraft in Erin zu tun haben. Und falls Orion versucht, damit die Stadt zu heilen, beschwört er etwas weit Schlimmeres herauf. Unter der alten Kathedrale machten die Götzen sich für ihre neue Dämmerung und Orions Wundermittel bereit. Dem habe ich mit dem Diebstahl des Anhängers ein Ende bereitet, aber Erin ist noch immer nicht sicher. Sie war ein Teil der Heilung und mehr tot als lebendig. Bevor ich sie erreichen konnte, tauchte der Diebesfängergeneral auf und Orion konnte mit ihr entkommen. Die Sache ist noch nicht erledigt. Genau, jetzt sind wir hier auf dem neuesten Stand. Was wir jetzt machen müssen,
Orion hat den Verstand verloren. Nach dem Diebstahl seiner Halskette ist der Spinner entkommen und hat Erin auf das riesige Schiff gezerrt, das die Götzen bauen. Die Dämmerschein. Nun gilt es, Orion irgendwie aufzuhalten und Erins Körper die Energie zu entziehen, ohne sie dabei zu töten. Es wird Zeit, den Preis zu bezahlen. Na, das kann ja was werden. Dämmerschein. Die große Sache, die Orion vorhat, hört sich ja nicht so gut an, wenn das Kapitel schon so heißt. Vielleicht können wir noch so den Verlauf von Dämmerschein ein bisschen steuern. Ich bin nicht allein hier. Oh nein, ernsthaft? Haben wir hier schon wieder diese Viecher, oder was? Naja, normale Stadtwachen wahrscheinlich werden es jetzt nicht sein, oder? Die werden hier unten recht wenig verloren haben. Okay, da hätte vielleicht noch was gewesen sein können, aber ich folge dem Weg einfach weiter hier raus. Ja, ich höre es schon wieder. Ja, ja, ja. Okay. Ich bin schon, also erstmal hier natürlich wie immer speichern. Muss ja auch sein. Aber ich bin schon wie die letzten zwei Kapitel so gespannt darauf, wie die Story fertig wird. Fertig ein Ende nehmen wird. Oh, na super. Hier sehe ich weder Schalter, noch irgendwelche Ölpfützen, noch sonst irgendetwas. Aber was wir mal testen können, ist mit einem Feuerpfeil da reinzuschießen. Einfach mal, um zu gucken, ob dieses Vieh dann direkt instant stirbt, weil es ja Licht, Feuer und so ist. Leider nein. Jetzt hat's mich gesehen. Okay, probieren wir einfach nochmal irgendwie anders daran vorbeizukommen. Das steht mitten im Gang, also ich hab jetzt hier was zum Ablenken. Vielleicht können wir das irgendwie da hinten... Da sind ja so Flüssigkeiten, oder vielleicht kommen wir auch einfach so vorbei. Dachte ich gerade, ich werde meinen Vieh entkommen und dann kommt das nächste gleich hier auch noch rüber. Jesus. Der geht aber ganz schön weit spazieren. Immer noch auf mich zu, das gibt's doch gar nicht. Ich mache mal hier kurz die Tür zu. In der Hoffnung, dass die Viecher nicht auch noch Türen öffnen können. Das, was die Wachen ja das letzte Mal gesagt haben, das hat sich ja ganz danach angehört. Als ob die mal normale Menschen davor gewesen wären. Es wurde ja gesagt, für die ist es schon zu spät. So nach dem Motto, man geht so mehrere Phasen irgendwie durch und dann... Ist es irgendwann für die halt schon zu spät? Bin ich hier wieder im ersten Raum? Hä? Ja, oder? Oh mein Gott. Ja, das war einfach nur ein Alternativweg. Oh nein. Jetzt hoffe ich, dass dieses Fieder weder die Tür geöffnet hat. Genau, das ist noch weg. Wie kann ich die Dinger entzünden? Außer mit Feuerpfeilen jetzt natürlich.
Oh, ist es aufmerksam geworden? Durch was denn? Hat den Suchmodus an. Vielleicht, weil ich die Tür irgendwie vor seiner Nase zugemacht habe? Hm. Ja, dann komm mal her. Kommst du? Hallo? Soll ich jetzt aufstehen? Hallo, hier. Hallo. Oh my fucking God. Vergiss es. Okay, nochmal neu laden. Die haben irgendwie super den Suchmodus, aber irgendwie raffen die gar nichts mit dem scheinbar. Noch ein Stück weiter. Genau so. Okay, also wenn man sie mit Flammen ansteckt, dann geht das ganz gut. What? Die Laufroute von einigen von den Viechern ist echt atemberaubend. Das eine Vieh läuft bis zur Tür dahin und das andere ist von der anderen Seite auch bis zur Tür gelaufen. Hartnäckige Viecher. Da oben will ich, glaube ich, nicht hin. Wo willst du mich denn hinbringen, wenn ich... Das könnte mich sogar hier hin und dann tatsächlich darüber bringen. Falls ich keines von den Viechern erledigen wollen würde, theoretisch. Aber wenn es welche verdient haben, dann natürlich die. Wo bin ich denn jetzt? Achso, nein. Alles nimmt noch seinen regulären Gang. Jesus. Okay. Nice. Das ist die nächste Evolutionsstufe. Ja. Ich speichere mal lieber richtig, weil ich kann... Aus irgendeinem Grund kann ich von dem Vieh da unten jetzt gerade nicht die nächste Aktion vorausschauen. Warte, ich will dann wahrscheinlich nach rechts abbiegen, ne? Jawohl. Rechts direkt dran vorbei, aber... Ich hoffe mal, ich kann das Vieh irgendwie... Okay. Sieht schlecht aus. Ich glaube, ich muss so oder so auf die andere Seite, weil ich kann da irgendwie nicht wirklich an dem Vieh da vorbeidingsen, um die Aufmerksamkeit von mir wegzulocken. Ich habe auch nur noch ein einziges Seil, einen einzigen Seilpfeil. Langsam aber sicher wird es mit meinen Ressourcen dann doch ein bisschen knapp. Oh. Okay. Okay. Das hätte ich nicht mal gebraucht. Ach, ich bin hier jetzt auf der Karte. In einem kleinen Extraraum. Ach, guck mal, da unten geht es weiter. Jesus. Wo zum... Hier muss ich lang den Schienen folgen, okay. Ich mal so lange das Ding hier knacken, so... Oh, Jesus! Diese Kiste hier ist mit den Pins, die man reindrücken muss, empfindlicher als erwartet. Auch so zu wackeln, Mann. Nein, 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 nicht lehnen, öffnen. Oh mein Gott, ernsthaft? Eine Haarbürste. Sieh an, was haben wir denn da? Okay, ein Sammlerstück, immerhin. Und ansonsten eine fucking Haarbürste. Ach, jetzt auf einmal dreht er sich nicht mehr im Kreis wie ein Irrer. Okay.
Ja, das sind tatsächlich Explosionsfässer, die wir hier bisher hatten. Das sollte dann wohl die Bestätigung gewesen sein. So, okay. Das sieht schon mal besser aus. Vor allem, weil auf der anderen Seite der Tür einfach mal Licht ist.